die Sappel und geben tatsächlich das Mikrofon ab. Aber wir kommen wieder, keine Angst. Wir richtig. Sind und da. Zwar darf ich jetzt auf die Bühne bitten, unserem Vorstand und auch unsere Schirmherrin, die Frau Muterem Aras, unseren Vorstand Detlef Rasch und Marco Schreier, bitte auf die Bühne. Einmal hier den Laufsteg entlang. Genau. Walk it, walk einmal it, durchlaufen. It. Yes, give me more. Mikrofon kriegst du von mir, lieber Detlef. Und? Ja. Und mein zweites noch. Hallo Stuttgart! Pride in Stuttgart mit 100 Formationen. Ist das nicht toll? Und mit unserer ganz fantastischen Schirmfrau Muterem Aras. Hallo Stuttgart! Und natürlich mit meinem Vorstandskollegen Marco Schreier. Und wir sollen euch schon grüßen von unserer Selma Frei, Vorstandskollegin, die leider erkrankt ist und nicht hier sein kann. Geht's euch gut? Sehr schön. Wir wollen das erste Mal dieses Jahr ganz offiziell die Hockeze eröffnen. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch bitten, mal alle ruhig zu sein. Ruhe auf dem Platz. Und zwar deswegen Ruhe. Seid mal bitte ganz kurz ruhig. Wir können den Pride heute feiern, aber viele können es nicht mehr. Es können viele nicht mehr dabei sein, die euch in Erinnerung sind, die uns in guter Erinnerung sind. Wir denken an die Opfer der Hasskriminalität. Orlando, Oslo und den Krieg im Dritten Reich. All denen wollen wir jetzt bitte gedenken. Und ich bitte jetzt um Stille für eine Minute. Bitte für Stille für eine Minute denkt an eure Freunde, die ihr verloren habt, die im Geiste bei euch sind. Ab jetzt. Vielen Dank dafür. Danke euch allen. Vielen Dank an alle, dass ihr heute Flagge gezeigt habt. Und wir sagen jetzt zu dritt, die Hockeze ist eröffnet. Happy Pride!
bei Vodafone angefangen habe, war ich ein zugeknöpfter Krawattenmensch und habe mich verstellt. Manchmal ist es schwierig, seine wahre Identität zu zeigen. Dabei ist es so wichtig, authentisch zu sein. Weil du nur so dein ganzes Potenzial ausschöpfen kannst. Die Beziehung zu meinem Freund habe ich anfänglich verheimlicht. Ich dachte, das wäre ein Karriereblocker. Wir brauchen eine Kultur, in der wir aktiv den Wert von Vielfalt schätzen lernen. Mit offenen Karten zu spielen, hat mich unglaublich befreit. Deshalb arbeiten wir bei Vodafone jeden Tag daran, dass sich niemand wegen seiner sexuellen Identität verstecken muss. Sind wir nicht alle ein bisschen divers? Ja, das sind wir. Und es ist gut so. Wir Grüne stehen für Vielfalt, Akzeptanz und gleiche Rechte. Seit 1979 kämpfen wir in Baden-Württemberg für Selbstbestimmung, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Unsere Solidarität mit der LSBTTIQ-Community ist grenzenlos. Gerade jetzt sind queere Menschen in der Ukraine in besonderer Weise in Gefahr. Menschenrechte sind nicht verhandelbar, nirgends und niemals. Dafür stehen wir Grüne ein. Mit klarer Haltung, mit Entschlossenheit und Hartnäckigkeit. Wir freuen uns, wenn du uns dabei unterstützt. Sichtbarkeit. Respekt. Diversität. Vorbild. Selbstbestimmung. Freiheit. Freude. Gemeinschaft. Akzeptanz. Hi to everyone in Stuttgart. I really hope that you've enjoyed the parade today and happy Pride to everyone. Love comes in all colors. Everyone is different. We are all equal. And I'm proud to support you in any way I can. Have a great Pride. Play Energy. 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 Boom. Louder. More. Stop. Play Energy. 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 Hit music only.